Dass ihr heute am späten Nachmittag zu meinem Vortrag gekommen seid. Der Vortrag des Talks wird sein Reverse Engineering für Forward Engineers. Also mir ist aufgefallen, fast alle Begriffe darin sind Englisch, aber im Laufe des Vortrags werde ich so ein bisschen erklären, worum es da geht. Und die Untertitel, der muss ja so ein bisschen reißerisch sein, wie die NSA alle Software Open Source gemacht hat. So, hier kurz die obligatorische Wer-bin-ich-Slide, also mein Name ist Lars Wallenborn, ihr könnt mich Lars nennen. Das sind meine Kontaktdaten, wenn ihr mich irgendwie erreichen wollt. Ich habe Mathematik studiert in Bonn und dann habe ich mich dazu entschieden, Softwareentwickler zu werden. Und dann ein bisschen später, weil im Rahmen dieser Softwareentwicklertätigkeit konnte ich viel so Low-Level-Erfahrung sammeln mit C und so. Dann war der Sprung zum Reverse Engineering gar nicht so weit. Was das ist, erkläre ich gleich. Also es ist ein Einstiegsvortrag, da könnt ihr auf jeden Fall folgen. Und seit ein paar Jahren arbeite ich jetzt für CrowdStrike und produziere da, helfe dabei, Cyber Threat Intelligence zu produzieren. Ja, also CrowdStrike ist so ein größerer Security Provider oder wie man das auch immer nennen will. So, also ich habe mir sagen lassen, um einen guten Vortrag zu halten, muss man vorher so ein bisschen klären, was die Agenda ist. Das mache ich also jetzt. Also, zuerst werde ich erklären, was Reverse Engineering ist. Ich habe den Begriff jetzt bestimmt schon 5-mal gesagt und noch nicht gesagt, was es ist. Ja, also Entschuldigung schon mal dafür im Vorhinein. Dann als nächstes werde ich motivieren, wofür man das überhaupt braucht und wofür das gut ist. Vielleicht haben einige direkt die Assoziation Reverse Engineering, das ist doch Industriespionage und Cracking und so. Dazu habe ich auch eine Slide, da werden wir also auch darüber reden, wofür man es noch benutzen kann, außer illegale Dinge und so weiter. Und dann als letztes werden wir auch wirklich ganz viel machen und das wird auch einen großen Teil der Zeit hier verbrauchen, dass wir uns wirklich konkret Beispiele angucken und die durchgehen und ich erkläre, wie das alles so läuft, wie es funktioniert und so weiter und so fort. So, das ist also der Plan für die nächste Stunde. By the way, wenn ihr ein bisschen tiefer dann noch einsteigen wollt, irgendwie wurden die beiden Talks direkt aneinander gemacht, dann könnt ihr danach auch noch die nächste Stunde hier bleiben, da rede ich ein bisschen über Malware Reverse Engineering. Das ist das, was mich so im Alltag beschäftigt, wie ihr vielleicht auch dann euch vorstellen könntet. So, nächste Slide, bitte. So, also, was zur Hölle ist Reverse Engineering? Das bezeichnet im Allgemeinen einen Produktionsprozess rückgängig machen. Also im Deutschen bezeichnet man das manchmal auch als Rückwärts-Engineering oder als Umkehren oder so. Aber keine Chance, dass ich das durchhalten werde, den ganzen Vortrag lang Rückwärts-Ingenieurwissenschaften zu sagen. Also ich werde es Reversing nennen und Reverse-Engineering. Ja, genau so ist das halt. Und dabei geht es bei diesem Produktionsprozess Umkehren nicht darum, dass man Blackbox-Testing macht, sondern es geht darum, das Produkt wirklich anzugucken, also das Produkt irgendwie aufzumachen und reinzugucken, was passiert da und es irgendwie zu verstehen, wie das Innen funktioniert und nicht nur das von außen zu betrachten. In dem Sinne ist also das Reverse Engineering das Extrahieren von einem Produkt von irgendwie Design, Architektur oder im Allgemeinen auch so Wissen. Man kennt Reverse Engineering von sowas wie Hardware, da ist es auch noch ein bisschen mehr so industriespionagemäßig angehaucht. Es gibt so ein ganz berühmtes Beispiel, wie irgendwie der russische Staat so einen Airbus reverse-engineert hat und danach gebaut hat. Aber wir wollen uns in diesem Vortrag, ich meine, es ist ja auch eine Softwarekonferenz und so, auf Software-Reverse-Engineering konzentrieren. Und da werden wir heute einen Fokus auf Binärdateien legen. Also man kann das noch ganz weit herunterbrechen, aber es geht quasi darum, wir gucken uns Dateien an, die liegen nicht mehr im Quellcode vor und was man da so alles machen kann. Und man kann überraschend viel machen, so Spoiler-Alarm. So, ich habe mal, also meine befreundeten Reverse Engineers lachen mich immer für dieses Slide aus, aber ich denke, es bringt auf den Punkt. Ja, also man hat irgendwie Quellcode, den kompiliert man mit GCC oder irgendeinem anderen Compiler in eine Binärdatei, in eine ausführbare Datei. Die kann man dann ausführen auf Computern und die macht da Kram. Und Reverse Engineering ist das, diesen Prozess wieder umzukehren. Wie wir uns wahrscheinlich alle, oder wenn Leute schon mal was kompiliert haben, dann ist wahrscheinlich klar, dass beim Kompilieren Daten verloren gehen. Also wenn ich irgendwie Quellcode habe und da habe ich Variablen drin und Variablennamen und sowas alles, wenn ich das kompiliere, geht das alles verloren. Also so Quellcode wird übersetzt in Assembly-Instruktionen, das sind Befehle, die die CPU wirklich ausführen kann und da gibt es kein Konzept mehr von Variable oder da gibt es noch ein Konzept von Funktion, aber nicht mehr so, wie man das vielleicht aus C oder Rust oder was man auch immer da als Quellcode vorliegen hat, kennt. Das heißt, da gehen einfach beim Kompilieren Informationen verloren. Und beim Reverse-Engineeren, das geht also nicht automatisch. Kompilieren geht automatisch, aber Reverse-Engineeren, da braucht man manchmal Verständnis von dem, was drinnen passiert, um dem Quellcode, der dabei rauskommt, wieder mehr Bedeutung zu geben. So.
Und genau, deswegen ist der Job auch nicht mehr trivial. Deswegen ist mein Arbeitsinhalt nicht nur, ich werfe Binärdateien in Tools und kopiere dann den Quellcode raus, sondern da muss man auch noch ein bisschen arbeiten. Und was es genau heißt, da werden wir auch noch gleich drauf eingehen. So, ich habe jetzt hier nochmal so eine allgemeinere Herangehensweise an Reverse Engineering, einfach nur zur Dokumentation oder zu der Vollständigkeit halber beigefügt. Man fängt mit irgendwas an, was leicht zu lesen ist, dann gibt es irgendeinen Produktionsprozess X, der produziert etwas, was schwerer zu lesen ist, und Reverse Engineering bezeichnet den Vorgang, das wieder rückgängig zu machen. So, dann wollen wir aber jetzt mal kurz darüber reden, warum man das überhaupt machen will. Ja? Also ich habe jetzt viel davon geredet, was ich damit meine und warum will man das machen. Warum will man sich überhaupt Binärdateien angucken, von denen man den Quellcode nicht mehr hat? Also eine naheliegende Sache, die vielleicht auch hier irgendwie also mal passiert ist, ist Qualitätssicherung. Und also ich bin kein Anwalt, aber ich bin relativ sicher, dass sowas in Deutschland legal ist. Also dass man was kauft und dann sicherstellt, dass es das macht, für das es verkauft wird und auch nichts anderes. Das ist, glaube ich, erlaubt so. Und dafür darf man auch dekompilieren und Binärdateien angucken und so weiter. Also wenn wir mal irgendwie ein Beispiel machen, also wenn ich einen Staubsauger habe, kann ich vielleicht relativ gut feststellen, dass der staubsaugt, aber ich kann vielleicht nicht so gut vorstellen, ob der parallel dazu auch noch eine Karte von meiner Wohnung erstellt und die nach China hochlädt. Und das wäre vor 10 Jahren auch noch eine ziemlich bescheuerte Idee gewesen, aber heutzutage ist es einfach schon die Realität, dass das so passiert. Ja, also und da spielt auch Software Reverse Engineering natürlich eine Rolle, dass man sich dann irgendwie anguckt, was das ist. So, warum will man das noch machen? Zu Bildungszwecken, das ist ja so immer so ein bisschen die Catch-all-Phrase für, naja, ich will eigentlich hacken, aber ich darf ja nicht, weil das ist verboten und so, ich mache das nur aus Bildungszwecken. So. Kompatibilität herstellen kann ich mir auch vorstellen, dass das viel passiert. Habe ich persönlich noch nie was mit zu tun gehabt, aber wenn man irgendwie ein Gerät hat oder Hardware hat, die ist nicht öffentlich dokumentiert, man will aber trotzdem einen Treiber dafür schreiben, dann will man sich vielleicht mal den Treiber angucken, den es schon dafür gibt, auch wenn die Firma den Quellcode dafür nicht veröffentlicht hat. Oder man will ja einfach Kompatibilität mit Softwarekomponenten herstellen. Die Person hat die Firma vor 20 Jahren verlassen, den Quellcode mitgenommen und wir haben nur noch diese eine Binärdatei, die auf diesem einen Server jede Stunde läuft und wir wissen nicht mehr genau, was sie macht. Ja, also es ist jetzt, hört sich absurd an, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall irgendwie passiert. Ja. Das muss auf der Liste sein, weil es mein persönliches Steckenpferd ist. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit Malware-Analyse und Malware-Reverse-Engineering. Da kann man sich auch fragen, warum will man das tun? Warum will man Malware-Reverse-Engineeren? Weil, wenn man mal ehrlich ist, Malware ist meistens sehr langweilig. Also weil die machen immer nur die gleichen 15 Sachen und dann ist gut. Das will man machen, um besser zu verstehen, wie die Leute arbeiten, die die Malware entwickeln und vielleicht will man auch herausfinden, wer die Malware entwickelt und so weiter. Wie gesagt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt für den zweiten Talk hier nach und dann genau, werdet ihr da auch mehr wissen. Ihr werdet sehen, die Liste wird immer illegaler. Ja? Also der nächste Punkt auf der Liste ist Exploit-Entwicklung. Das ist, ihr sucht nach Schwachstellen in Software und entwickelt dann offensive Software, die versucht, diese Schwachstellen auszunutzen. Das ist was ganz Typisches, was man danach an Spionageunternehmen verkauft für ganz viel Geld, irgendwie iOS-Exploit für 1 Million und so ein Kram. Also das kann man auch mit Reverse Engineering erreichen. Cracking, da bin ich mir relativ sicher, das ist verboten. Das ist das Umgehen von Softwareschutz, also von Urheberrechtsschutzmechanismen, dass man irgendwie, die Software läuft nicht, wenn man keinen Lizenzschlüssel hat, aber man kann ja vielleicht Reverse Engineeren, wie der Lizenzschlüssel generiert wird und dann selber Lizenzschlüsselgenerator schreiben. Heutzutage ist das natürlich alles anders. Das war jetzt ja aus den 90ern. Heutzutage ist das alles immer mit dem Internet verbunden und kann checken, ob man eine Lizenz hat oder nicht. Aber ja, genau. Und das Letzte habe ich der Vollständigkeit halber auch noch drauf. Ist einfach Industriespionage. Ihr habt eine Software, da ist ein Algorithmus drin, der ist, weiß ich nicht, zur kürzesten Wegeberechnung von Fahrzeugen auf Straßen und der ist so gut und ihr wollt den klauen und selber verkaufen. Dafür kann man Reverse Engineering auch benutzen. So, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, aber ich glaube, das ist grob so wie, also die Grauskala zwischen auf jeden Fall verboten und wahrscheinlich erlaubt. Und wir werden uns irgendwo dazwischen bewegen und ich bin hier genau in der Mitte. Genau, ja. Ich habe auch mal so einen alten Studienkollegen im Bus getroffen und ich habe gesagt, ich arbeite jetzt als Reverse Engineer und er meinte, das ist in Deutschland aber verboten. Und also man hat mich bisher noch nicht verhaftet, aber hey, das ist jetzt ein öffentlicher Vortrag, der wird ins Internet gestreamt, vielleicht kommt mich dann auch gleich hier die Polizei abholen, wer weiß schon, ne? So, dann wollen wir uns jetzt direkt mal ein Beispiel angucken, ja? Und um
etwas, um das Hallo-Welt des Reverse-Engineerings zu machen, müssen wir erstmal eine Hallo-Welt des Engineerings machen. Und das ist einfach ein Hallo-Welt-Programm in C geschrieben. Ich habe LaTeX nicht abgewöhnt bekommen, aus diesen Spaces diese Dinger zu machen. Deswegen ist das jetzt das, wo wir leben. Das ist ein C-Programm, für, also jetzt mal ganz grundlegend, wenn ihr noch nie irgendwas damit zu tun habt. Das ist ein C-Programm, das kompilieren wir gleich in eine ausführbare Datei. In dem Fall, also ich habe keinen Cross-Compiler installiert, in dem Fall kompilieren wir es für eine Windows-ausführbare Datei, weil ich habe mich getraut, mit einem Windows-Computer zu einer Linux-Konferenz zu kommen. Das ist so eine, ja genau, das ist so, mit dem Messer zu einer Schießerei kommen und so, naja, ich weiß schon. Genau, aber genau, dann kommt da nachher eine Windows-Executable-Datei raus und dann, kann man gerade auf die nächste Slide gehen, die werden wir dann wir werden diesen C-Code kompilieren mit GCC und dann kommt da eine Windows-Executable-Datei raus, standardmäßig generiert GCC eine, die heißt a.exe, dann strippen wir die noch, sonst wird es zu einfach, wenn wir die nicht strippen, dann hat der Compiler da noch super viele Metadaten drin, sodass wir das einfach direkt erkennen können und dann werden wir ein Tool verwenden, um diese A.exe dann wieder zu reverse-engineeren. Wir werden versuchen, den Quellcode davon wiederherzustellen. So, das ist der Plan für die nächsten paar Minuten. Seid ihr bereit? Oh, wow, nicht so. So, also, ich habe hier eine Datei, die heißt hwelt.c. Ich cutte die mal gerade. Also ist genau das drin, was ich euch versprochen habe. Also, hallo Kieler Linux-Tage. Ich habe im Nachhinein festgestellt, ich glaube, die Konferenz heißt formal eigentlich anders. Die heißt Kieler Linux-Tage und... Okay. So, dann kompilieren wir es jetzt mit GCC. Jetzt hat er hoffentlich so eine A.exe erstellt. Die können wir ja auch mal ausführen. Wir haben sie ja selber geschrieben, also ist keine Malware drin. Printet einfach Hallo Kieler Linux-Tage, dann strippen wir die mal. Führen sie nochmal aus. Sagt immer noch Hallo Kieler Linux-Tage. So. Wie groß ist sie jetzt geworden? Ich habe nicht geguckt, wie groß sie vorher war. Wir können sie gerade nochmal... Ach so. Okay, also ist auch noch kleiner geworden. Ich meine, man muss echt ja auch auf seine Festplatte aufpassen, ne? Nicht, dass die voll wird von so ganz vielen Executable-Dateien, die so 50 Kilobyte groß sind. Ja, genau. Also das ist jetzt die kleinere Datei. Beim Strippen gehen auch noch andere Dinge verloren. Ich weiß es aber noch nicht mal was. Da müsste ich jetzt lügen, um zu sagen, ich wüsste, was da passiert. Genau. So, und was wir jetzt machen, ist, ich werde gleich erklären, was das ist, was wir uns hier angucken. Das hier ist eine Software, die heißt Ghidra. Und mit der, die macht was super Magisches. Und ich gehe jetzt mal hin und werfe da diese A.exe rein, so per Drag and Drop und sage, okay. Und jetzt wird da sowas analysiert und was da passiert, das erkläre ich gleich auch noch ein bisschen im Detail. Das dauert jetzt leider so einen Moment, den muss ich mit sinnlosem Gebabbel überbrücken. So, und dann klicken wir die doppelt an, dann kommt eine geile Animation, Achtung. Und jetzt fragt er mich auf einem anderen Monitor leider, was ich damit machen will und ich will sie analysieren und, ach komm, ach da. Okay, wow, die eine Fehlermeldung war auf dem einen Monitor und die andere auf dem anderen. So, und dann geht dieses Fenster hier auf. So. So, und dieses Fenster zeigt jetzt uns ganz viel Kram an. Also hier auf der linken Seite ist ein sogenannter Assembly Explorer für so Leute, die früher mit Mainframes gearbeitet haben. Ihr fühlt euch da bestimmt super wohl. Hier sind so verschiedene Assembly-Instruktionen so untereinander aufgeführt. So MOF ist ja eine ganz bekannte und Call und NOP macht gar nichts und so weiter. Das Ding beim Reverse Engineering ist, das will man sich so wenig wie möglich angucken. Ja, also ich mache mal dieses Fenster jetzt hier so, dass ich das so ganz klein mache, sodass wir uns das gar nicht mehr richtig angucken, weil das super lange dauert und Zeit ist quasi die Ressource beim Reverse Engineering, gerade wenn man in so einem kompetitiven Umfeld arbeitet wie Malware-Analyse, weil die bösen Buben schreiben ja auch noch die ganze Zeit Malware und da muss man die analysieren und das muss möglichst schnell gehen. Ja? Und dabei helfen halt solche Tools wie Ghidra. Und das Krasse ist jetzt hier auf der rechten Seite zu sehen, da ist nämlich schon irgendwie sowas, das ist nicht C-Code, aber es sieht so ein bisschen aus wie C-Code und das ist sogenannter Pseudocode, also der, wenn man den so copy-pastet, wird er wahrscheinlich nicht kompilieren und in dem Fall wird er auf keinen Fall kompilieren, aber es ist ein bisschen an C-Code angelehnt, um ihn für uns Menschen leichter lesbar zu machen. Ja, das ist der ganze Sinn davon. Warum ist es kein C-Code? Hier passieren so Dinge wie zum Beispiel undefined. Undefined ist jetzt in C
kein Datentyp. Man kann nicht eine Variable vom Typ undefined deklarieren. Klar, man kann einen Void Pointer oder so deklarieren, aber undefined ist kein Datentyp. Genauso hier, undefined 8 ist auch kein Datentyp. Aber jetzt schon allein wegen der Zahl kann man vielleicht raten, was da passiert. Ghidra versucht nach der Analyse, also es gibt da so verschiedene Ebenen von so Intermediate-Sprachen. Also Ghidra liftet diesen Assembly-Code in so eine Intermediate-Language, führt dann da Optimierungen durch und generiert daraus dann wieder diesen dekompilierten Code. Und dabei passieren alle möglichen Heuristiken und alle möglichen Tricks. Unter anderem versucht Ghidra, Datentypen zu raten. Hier in dieser Funktion war es extrem unerfolgreich. Ja, es hat quasi da oben ein paar Argumente erkannt. Bei allem hat er undefined als Datentyp herausgefunden. Er hat allerdings bei den hinteren beiden Argumenten geraten, das ist eine Variable der Größe 8 Byte. Ja, also undefined 8 heißt, das ist eine Variable von der Größe 8 Byte. Hier vorne bei diesen beiden Variablen wusste er noch nicht mal, ob das so eine Variable, wie groß der Datentyp da ist. So, und eine Sache, die man jetzt hier sehr viel macht, ist dieses Dekompilat zu annotieren. Ja, es wieder so ein bisschen anzureichern mit Funktionsnamen und mit Variablennamen und dann da vielleicht auch so ein paar andere Datentypen anzugeben. Man kann sich das jetzt so ein bisschen, wenn ihr Softwareentwicklung macht, ja, also ist ja Reverse Engineering für Forward Engineers, könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen wie so eine IDE, so ein Integrated Development Environment, wo ihr dann sowas machen könnt wie Variablen refactoren und umbenennen oder den Datentyp von was ändern. Nur es ist nicht so gut wie die meisten IDEs. So kann man sich das vorstellen. So, was man insbesondere auch machen kann, ist, also man kann das hier zum Beispiel fun, das hat gar nichts mit Spaß zu tun, das steht für Function und wenn ihr die doppelt anklickt, dann könnt ihr in die Funktion reinspringen und dann seht ihr hier drin Code, der wurde hier auch generiert. Ich scroll da mal gerade so drüber und ihr seht schon, das ist so ein bisschen wie, mein Mauszeiger. Das ist so ein bisschen wie so richtig schlecht geschriebener C-Code die ganze Zeit und daran muss man sich echt gewöhnen, wenn man Reverse Engineering macht. Außerdem könntet ihr euch vielleicht fragen, was zur Hölle gucke ich hier gerade an? Wir haben ein Hallo Welt Programm geschrieben und da war eigentlich nur ein einziger printf-Befehl drin, sonst nichts. Hier sind ja schon irgendwie 103 Zeilen Code mit irgendwas anderem. Das liegt daran, und das ist auch unter Linux so, ich meine, ich habe das jetzt für Windows kompiliert, aber unter Linux sah die Experience ziemlich ähnlich aus, ist, dass wenn man so eine ausführbare Datei hat, dann ist es nicht so, dass direkt die Main-Funktion aufgerufen wird, sondern da passiert erst noch so Setup und da passiert ja zum Beispiel auch noch sowas wie Kommandozeilen-Argumente parsen und sowas alles. Das sehen wir da jetzt alles. Ja? Und wo ich mich jetzt als Reverse-Engineer mit beschäftigen möchte, ist, ich möchte das alles, für das alles interessiere ich mich nicht. Für den Code, den GCC generiert, um Kommandozeilen-Argumente zu parsen. Das ist wahrscheinlich irgendwie so Standard-Library-Code. Deswegen machen wir jetzt hier so einen Trick und gucken uns mal an, es ist ja so, dass so Kommandozeilentools Fehlercodes zurückgeben. Und ein Fehlercode von 0 heißt, kein Fehler aufgetreten. Ich wechsle mal ganz kurz auf die Slides ich kann auch den C-Code zeigen. Ja, nee, ich wechsle auf die Slides, weil das ist schöner, wenn ich es kann. Ja. Hier hatten wir dieses Return 0 am Ende. Das ist so ein C-Angewohnheit. Damit sagen wir, das Programm ist erfolgreich beendet. So, und dieses Return C wird dann irgendwie an das Betriebssystem zurückgegeben und dann kann das Betriebssystem darauf reagieren, dass das Programm fehlerhaft beendet wurde, zum Beispiel indem es in so einer langen Kommandozeile nichts weiteres danach ausführt oder sowas alles. So, und das machen wir uns jetzt hier zunutze. Das ist nämlich der Wert, der an diese Exit-Funktion hier übergeben wird. Ja, also irgendwann wird Exit aufgerufen, das signalisiert Windows dann den Error-Code zurück und dann gucken wir uns an, das hier ist also jetzt der Error-Code. Und den kann ich jetzt hier auch umbenennen, ja, ich benutze jetzt so einen Keyboard-Shortcut, um das umzubenennen und das nenne ich jetzt mal Exit-Code, drück Enter und jetzt passt er das hier im Quellcode überall an, sodass ich das dann nur noch angucken kann. Ja, und dann trace ich hier zurück, also hier wird das einmal ein Exit übergeben, hier wird es auch einmal returned, aber vor allem wird es hier gesetzt auf den Rückgabewert hier von U war 8. Ja, das ist auch wieder so eine Angewohnheit. Ghidra hat eine Variable identifiziert, die hat es uvar genannt, weil es eine Unsigned-Variable ist, 8, weil es die Größe, weil es die achte Variable ist. So, aber das ist der Exit-Code, das heißt, das benenne ich jetzt mal um auch wieder in Exit-Code. So, und es ist jetzt immer noch nicht besonders lesbar, aber wir sehen, dass dieser Exit-Code aus dieser Funktion herauskommt. Ja? Und dann gehen wir mal in diese Funktion rein und dann sind wir auch schon da. Wir wissen jetzt natürlich, wo wir angefangen haben. Wir wissen also, dass das hier eine Funktion ist, der wir einfach nur einen String übergeben haben, der dann ausgegeben wird. Also wir wissen jetzt, wir können diese Funktion jetzt hier einfach printf nennen. Hier wird noch so eine andere Funktion gecallt. Wir gucken da mal kurz rein und sehen, was ist denn hier los? Hier wird irgendwas mit irgendwas verglichen und dann auf irgendwas gesetzt und dann wird noch eine andere Funktion aufgerufen.
Und dann scrollen wir hier mal so drüber. Hier passiert also so Kram. Ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, ich weiß genau, was hier passiert. Aber was ich weiß, ist, dass ich so einen Code sehr häufig sehe. Und das ist Code, der hat damit, der hat, da sind so, ich vermute, das sind Stack-Cookies oder sowas. Das ist Code, der wahrscheinlich dafür da ist, dass dieses Programm sicherer wird. Und deswegen nenne ich diese Funktion meistens so irgendwie sowas wie probably not important. Ja, und da seht ihr jetzt schon auch sowas, was man beim Reversing sehr viel macht. Man verlässt sich, also man macht so Assessments die ganze Zeit. Man bewertet die ganze Zeit so die Lage, ohne alles bis ins Detail verstanden zu haben, auch wieder aus Zeitgründen. So, eine Sache, die ich auch noch hier loswerden will. Ihr seht, dass diese printf-Funktion hier mehr Argumente bekommen hat. Das liegt daran, dass es auf Assembly-Level, wie gesagt, kein Konzept gibt von Variablen und damit auch nicht von Argumenten. Es gibt ein Konzept von Funktionen, also es gibt eine Instruktion, die heißt call und damit callt man eine Funktion, eine Assembly-Instruktion, aber da steht nicht dran, wie viele Argumente die Funktion kriegt. Das ergibt sich aus dem Kontext. Manche Argumente werden auf dem sogenannten Stack übergeben, andere in Registern. Was das jetzt genau bedeutet, wie gesagt, ist ja ein 2-Sterne-Vortrag, kein 3-Sterne-Vortrag. Wollen wir gar nicht so sehr darauf eingehen. Aber Ghidra kann an der Stelle nicht wissen, was da passiert. Wir als Menschen sehen aber, in diesem String hier kommen überhaupt keine Platzhalter drin vor. Da kommt kein %s, kein %i und so weiter drin vor, was man bräuchte, wenn man das an printf übergibt. Das heißt, wir können an der Stelle Ghidra sagen, ja, das ist auch wieder so ein typischer großer Dialog. Der hat hier irgendwie so ganz viele Argumente erkannt und ich sage einfach die letzten drei Argumente, da hast du dich vertan und ich drücke OK. Und jetzt sieht das schon fast so aus wie das, was wir am Anfang kompiliert haben. Ja? So, und das ist Reverse Engineering. Ja? Also man guckt sich was an und stellt den ursprünglich, versucht möglichst viel von dem ursprünglichen Source Code wiederherzustellen. So, zurück auf die Slides. Ich nehme mal gerade einen Schluck. Okay, jetzt verschaffe ich mal kurz einen Überblick über die Tools, die es so gibt. Ich habe übrigens, das können wir jetzt vielleicht noch nachschieben, das habe ich nämlich komplett vergessen. Oh, was ist hier passiert? Oh, F5, okay. Das habe ich komplett vergessen. Es gibt noch ein super mächtiges Reverse Engineering Tool und das heißt Strings. Das ist so ein Tool, das druckt einfach alle, es printet einfach alle druckbaren Strings auf dem Monitor aus, von einer Länge von mindestens 4 oder sowas. Und das pipe ich jetzt mal nach less, damit wir es uns so angucken können. Und das sind jetzt alle druckbaren Zeichen, die in dieser Executable drin vorkommen. Und auf Basis dessen kann man auch schon Sachen quasi bewerten. Ja? Also man kann zum Beispiel sehen, dieser String, this program cannot be run in DOS mode, ist ein starker Indikator dafür, dass es sich um eine Windows Executable handelt. Die Geschichte dahinter ist auch ganz lustig, weil, also, ich erzähle es schnell. Das Windows Executable Format heißt Portable Executable Format. Das ist ein bisschen ironisch, weil es ist ja nicht so portable, könnte man sagen. Also es funktioniert zum Beispiel nicht unter Linux so, ohne Wine. Aber es ist portable in dem Sinne, dass jede Windows Executable, die ihr heute so auf eurem Computer habt, die könnt ihr auch auf DOS ausführen. Ja, ihr könnt in einen alten DOS-Computer starten, ihr könnt, weiß ich nicht, was ist gerade rausgekommen? Starfield ist, glaube ich, ein Computerspiel, ne? Da gibt es so eine Executable, die könnt ihr auf das DOS, auf den DOS-Computer drüber kopieren und ausführen und sie wird das nicht, sie wird nicht crashen oder so. Das, was sie allerdings macht, ist, sie wird nur die Meldung ausdrucken, this program cannot be run in DOS-Mode und dann sich selbst beenden. Aber in gewisser Weise ist es rückwärtskompatibel, jede Portable Executable rückwärts bis zu DOS. Ja? Andersrum, wenn man diesen String irgendwo sieht, dann kann man sich sehr sicher sein, es handelt sich um eine Windows Executable. So, was man hier auch machen kann, man kann da so ein bisschen durchscrollen und sieht so super viele Zeichen, die sind zwar druckbar, aber haben irgendwie nichts, also sind nicht irgendwie sinnvoll. Und dann sieht man hier zum Beispiel plötzlich den String Hallo Kieler Linux-Tage. Ja, schon alleine, dass ich diesen String hier sehe, konnte ich darauf schließen, es handelt sich um so eine Art Hallo Welt-Programm. Ja, also, und wenn man hier so ein bisschen weiter scrollt, dann sieht man auch hier ist zum Beispiel MinGW W64 Runtime Failure. Also da hat irgendwie MinGW, ist die Compiler-Toolchain, die ich hier installiert habe, die hat da auch Artefakte drin hinterlassen. Ja, also mal so einfach Strings aufrufen auf so eine Executable, kann einem auch schon Sachen sagen über die Person, die es kompiliert hat. Also in dem Fall zum Beispiel, dass sie den Minimal GNU für Windows-Compiler eingesetzt hat. Oder zumindest so tun will, als ob. Ja, also wieder so wahrscheinlich vielleicht, lalala. Okay, cool. So, zurück zu den Slides. Also wie gesagt, Tools, da habe ich Strings jetzt gerade vergessen, weil ich möchte hier eigentlich nur Tools aufführen, die auch also wirklich also
mächtig sind, sage ich mal so. Strings kann man sich schon vorstellen, das könnte man auch selber noch schreiben. Die Tools hier drauf, das müssen Softwarefirmen machen. Das erste davon ist IDA, das steht für Interactive Disassembler, mit dem sogenannten Hexrace Decompiler. Das war für lange Zeit die einzige Option. Ja, also für Ewigkeiten, wenn man Reversing machen wollte, war IDA das Tool, es gab keine Alternative. Und bis heute ist es der absolute Industriestandard. Also wenn ihr irgendwo als Reverser anfangt, bekommt ihr so eine Lizenz oder solltet den Laden möglichst schnell wieder verlassen, weil dieses Tool so viel besser ist als alles andere, ist irre. Also da haben Leute einfach 20 Jahre lang Heuristiken eingebaut, um Software zu dekompilieren, Funktionssignaturen, um Library Code zu detektieren. Also wenn ich diese Executable von gerade nach IDA geworfen hätte, dann hätte es auch die Printf-Funktion einfach schon erkannt. Dass wir das jetzt gerade machen mussten von Hand, das passiert einem in IDA nicht. Ja? Aber dafür passieren einem natürlich andere Sachen. Also perfekt ist IDA auch nicht. Ich wollte nur sagen, das ist mit Abstand das mächtigste Tool hier. Das nächste Tool, was sich in den letzten Jahren auf einem aufsteigenden Ast, sage ich mal, ist Binary Ninja. Und das letzte Tool, was ich hier gerade auch vorgeführt habe, ist Ghidra. Und diese Liste ist sortiert nach Preis. Also ganz einfach. Ja? Also Ghidra ist kostenlos. Ja, das sage ich auch gleich dazu, warum es kostenlos ist und wie es das geschafft hat und so. Binary Ninja kostet so ein paar hundert Dollar. Das ist entwickelt von so einem Unternehmen in Florida. Irgendwo sitzen die. Und das generiert schon ganz lesbaren, Pseudocode, aber ist einfach noch nicht so ganz so gut wie Ghidra und IDA. Und wie gesagt, kostet ein paar hundert Dollar. Und IDA mit dem Hexrace Decompiler, der hängt so ein bisschen davon ab, wie viele Architekturen ihr so dekompilieren wollt. Aber da ist der, sky's the limit. Also man kann da, es fängt an bei so ein paar tausend Dollar. Und wenn man alle Decompiler noch haben will, dann ist man auch schnell irgendwie fünfstellig oder sowas. Also es ist ein sehr teures Programm. Das ist auch mal irgendwann, gelegentlich leaken mal so Versionen von IDA. Die kann man sich dann natürlich im Internet runterladen und klauen und sowas alles. Aber naja, ich glaube, das mit Ghidra war schon eine ziemlich coole Sache, dass das jetzt einfach so öffentlich zugänglich und verfügbar ist. So, kurze Geschichtsstunde zu Ghidra. Einfach ein bisschen so Werbung dafür machen. Das wird maintained von der NSA und damit meine ich diese NSA, diese National Security Agency, die da so in den USA ein Geheimdienst ist oder sowas alles. Und das wurde released im Jahr 2019. Da haben die auf einer großen Security Conference, die heißt RSA, nicht der Algorithmus, sondern die Konferenz, haben die announced, wir veröffentlichen Ghidra jetzt in die Öffentlichkeit. Das war sehr überraschend, sage ich mal, für viele. Ich weiß auch nicht genau, warum sie es gemacht haben. Aber vielleicht kann man sagen, also die NSA hat ja auch als Mission, ihre Bürger zu schützen. Und vielleicht wollte man Leuten ermöglichen, mehr Reverse Engineering zu machen, um besser Qualitätssicherung machen zu können oder so. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Bekannt ist, dass es Ghidra existiert in der Öffentlichkeit seit 2017, also 2 Jahre vorher. Da gab es diese Vault 7 Leaks, da hat irgendjemand so von der NSA wahrscheinlich einen Contractor irgendwie Daten geklaut und dann veröffentlicht. So. Und da war Ghidra zwar nicht drin als Binary oder als Quellcode, aber da war zumindest erwähnt, dass die NSA ein eigenes Tool entwickelt. Weil vielleicht nochmal gerade, um das auch nochmal klarzustellen, dieses IDA Hexrace Tool, das wird entwickelt von einem russischen Unternehmen und vielleicht hat man Ghidra entwickelt, damit man nicht diese russische Software die ganze Zeit bei sich ausführen muss oder sowas. Also andererseits, muss ja nicht alles, wie auch immer. Das soll nicht zu politisch werden. ihr habt gerade schon gesehen, dass so eine richtige Java GUI, also so richtig, mit so ganz vielen Boxen und alles ist so grau und alles ist so, sieht aus wie vor 15 Jahren. Das hat so ein Backend, der eigentliche Decompiler, der ist in C geschrieben, damit es halt schnell ist und sowas alles. Und das ist das, was wir dann auf der rechten Seite auch angezeigt bekommen haben. So, gerade hier in meinen Slides so ein bisschen advancen. Irgendwas vergessen? Ich kann ja währenddessen noch was trinken. Dramatische Pause. Ghidra kann sehr, sehr viele Architekturen dekompilieren. Also, ich habe da gerade eine Windows-Executable reingeworfen, da kam was bei raus. 11 Binaries, also Linux-Executables, verarbeitet ist auch super. Und auch alle möglichen anderen exotischsten Architekturen. Also wenn ihr noch Binaries habt von irgendeinem Mainframe oder sowas, könnt ihr garantiert daran auch verarbeiten. Sagt natürlich ein bisschen was darüber aus, warum man Ghidra entwickelt hat. Ja, also da wollte man wahrscheinlich irgendwie so Industriekontrollsysteme auch verstehen. Und dann, es soll nicht zu politisch werden. So.
So, dann würde ich jetzt sagen, kommen wir zum nächsten Demo-Teil. Ja? Also, und der wird jetzt auch noch ein bisschen länger. Also das, was ich eben mit dem Hallo Welt-Programm gemacht habe, werden wir jetzt mal mit so richtiger Software machen, die es mal so gibt. So, kann sich jemand noch daran erinnern? So? Ja, also das ist so ein deutsches Bahndisplay und da war dieses Pop-up drüber. Das ist die sogenannte WannaCry Ransomware. Also ich kann einfach, ich meine, ich reverse gerne und viel Malware, deswegen gucken wir uns jetzt mal gleich diese WannaCry Ransomware an. Das war im Jahr 2017, war das so ein weltweiter Ransomware-Ausbruch, war in aller Munde, hat viel Schaden verursacht, ganz viel Geld generiert und sowas alles. Da weiß man auch heute super viel drüber, aber soll ja nicht zu politisch werden. Also ich meine, man könnte jetzt darüber reden, wer hat das gemacht und warum ist der Fall besonders interessant und so, aber vielleicht machen wir das heute Abend beim Grillen. So, aber wenn man diesen WannaCry-Ransomware-Vorfall mal so recherchiert, sie hat sogar, das ist so bekannt, dass es sogar eine eigene Wikipedia-Seite hat, der WannaCry-Ransomware-Vorfall, und auf dieser Wikipedia-Seite wird davon geredet, dass ein Security-Researcher quasi das Schlimmste verhindert hat. Ja, der hat nämlich entdeckt, dass in dieser WannaCry-Ransomware eine sogenannte Kill-Switch-Domain drin ist, also eine Domain, die, wenn sie resolved, dann hört WannaCry einfach auf zu funktionieren. Und dann hat er diese Domain registriert und angefangen, also Anfragen zu beantworten. Und ich glaube, das stimmt auch, das hat das Schlimmste vermieden. Also nachdem diese Domain registriert war, wurden alle neuen Infektionen von WannaCry, die internetverbunden waren, das muss man vielleicht auch noch so bedenken, dass in dem Fall eine Internetverbindung die Sicherheit des Netzwerkes erhöht hätte, hat dann verhindert, dass die Ransomware ihre eigentliche Arbeit gemacht hat. So. Und jetzt kann man sich vorstellen, boah, dieser Security Researcher, der war ja also ein echter, also voll der Hacker, dass der das konnte. Wir gucken uns jetzt gleich mal WannaCry in Git an und gucken, wie schwer das so gewesen sein muss, um diese Killswitch-Domain zu finden und dann zu registrieren und sowas alles. Genau, und das würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal. So. Das ist jetzt auch der Moment, wo ich mit meinem Windows-Computer natürlich so ein bisschen aufpassen muss, ne? Dass ich mich jetzt hier nicht, dass ich hier nicht das Falsche doppelt anklicke. Domain nicht registrieren. Ich weiß nicht, meine Internetverbindung stabil genug? Auf Localhost und dann Webserver betreiben, ja. So, das hier ist jetzt eine Datei, die hat sich verbreitet mit dem Namen invoice-greenanimals.pdf.exe. Das ist übrigens auch so eine Angewohnheit, die ist so als SHA-256-Hash abgespeichert, damit nicht so viel passiert, wenn ich sie versehentlich doppelt anklicke. So, dann, oh, ach komm, geh weg. So, ja, ich möchte die wirklich analysieren. Ja, ich möchte die analysieren. Jetzt ziehe ich mal das Fenster hier rüber. So, da unten analysiert er jetzt noch. So, und jetzt ist er quasi fertig. Hat er auch noch ein bisschen den Quellcode verändert und sowas alles. So, wie eben auch, scrollen wir jetzt hier mal runter und sehen hier wieder ganz viel Code, wo ich als erfahrener Reverser sofort sage, ja, das ist wieder Library Code, deswegen gucke ich mir hier wieder diese eine Variable an. Ich nenne sie mal, weil ich ordentlich bin, wieder Exit Code und trace dann back, wo dieser Exit Code herkommt. Der wird hier aus dem Rückgabewert dieser Funktion gefüttert. Dann gehen wir mal in diese Funktion rein und scrollen mal hier so ein bisschen runter. Und das ist ja schon mal was, kommen wir wieder hoch. Das ist also wahrscheinlich die Main-Funktion. Das heißt, wir nennen die jetzt einfach mal Main. Und, oder, oh, May. Oh, ah, ja, ich habe auf dem Weg nach hier festgestellt, meine N-Taste ist kaputt. Ich meine, wenn man diesen Computer seit 4 Jahren nur mit dem Keyboard benutzt. Ne? So, und dann scrollen wir hier so runter. Und wir, ups. Und dann sieht man hier direkt, also man sieht halt das hier. Und da ist so HTTP www und dann klicken wir das mal doppelt an und das wird jetzt hier links in diesem Speicherbereich angezeigt. Und dann sieht man schon, ja, das ist irgendwie sowas und ich kopiere das mal gerade raus, damit wir es besser lesen können. Oh Mann, das ist ein bisschen unpraktisch. Das ist jetzt hex-encodiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unpraktisch, aber so, paste ich mal da rein, ist hex-encoded. Und dann dekodieren wir das mal. Hex, das hier kann wieder weg. So, from Hex da rein. Hallo? Warum bitte nicht? Okay. So, also, da drin im Speicher ist einfach diese Domain da unten. Und
Ich sag mal, wenn ich so, also wenn, also ich meine, WannaCry war ja schon ein Riesenfall und da war schon viel los. Da sind Leute, das ist auch noch irgendwie ungünstig passiert, irgendwo, oder wahrscheinlich absichtlich ungünstig gemacht worden. War irgendwie auch noch irgendwie Freitagabend oder Nachmittag oder wie auch immer. Und dann, genau, findet man einfach diese Zeichenkette direkt am Anfang. Ist eine Domain. Ich stelle fest, die ist irgendwie nicht registriert. Vielleicht registriere ich die einfach mal, ja. Also vielleicht war das auch schon der ganze Gedankenprozess. Ist natürlich so ein bisschen gefährlich, weil man ja noch gar nicht genau weiß, was da passiert. Aber das können wir uns jetzt als nächstes angucken. So, also, das ist, alles klar, kann ich helfen? Oder soll ich leiser oder lauter sprechen? Okay, alles klar, wunderbar. So, das heißt also, wir haben hier so einen String oder eine Variable, die enthält einen String, den hat Ghidra jetzt für uns so benannt. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, ist auch kein legaler C-Name oder so, aber das hat es uns einfach so benannt, damit es leichter zu erfassen ist, was da passiert. Und dann nenne ich jetzt einfach mal diese Variable hier URL. So, und dann, jetzt passiert mal so richtig Reverse Engineering. Ja? Jetzt sieht man hier so, das ist eine URL und hier unten, also es ist nicht eine URL, aber es ist ein, wir müssen den Typ davon wahrscheinlich auch noch anpassen, wenn wir gerade hier hochscrollen. Sehen wir, das ist ein Undefined For Pointer. Das ist wahrscheinlich mehr so ein Char Pointer. Und so iteriert man sich immer so ein bisschen näher an das Ziel ran. Ja, und jetzt sieht man schon, ja, hier sind noch weniger Typecasts. Weniger Typecasts sind immer so ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen Weg ist. So, also haben wir diese URL hier. Die wird hier in ein Undefined For wieder gecastet und dann dereferenziert. So, C. Das heißt, diese URL, das ist ein Pointer, der zeigt irgendwo in Speicher. Das wird jetzt in einen Pointer der Breite 4 gecastet und dann dereferenziert. Das heißt, man nimmt sich diese Stelle im Speicher und die nächsten 3 Byte, also insgesamt 4 Byte, und nimmt sich den Wert, der da drin steht. Und der wird dann gespeichert hier auf der linken Seite in diesem Ding da. Und das nenne ich jetzt einfach mal, und das heißt also, dass hier auf der linken Seite ist wahrscheinlich auch mehr so ein Char-Pointer. Und jetzt weiß ich nicht, ob es besser zu lesen ist oder nicht, aber vor allem fließen da jetzt irgendwie so Daten rein. Ja? Also ich nenne das hier einfach mal Pointer, weil ich noch nicht genau weiß, was es ist. Und dann wird sowohl diese URL als auch dieser Pointer um 4 Speicherzellen vorwärts gesetzt. Und hier oben, diese Variable, die hat Ghidra sogar eine Vorschleife draus gemacht. Da ist auch schon, nur um nochmal gerade zu wertschätzen, was hier passiert, da war keine Vorschleife mehr im Assembly-Code. Da war nur so ein Jump. Und Ghidra so, ja, das sieht jetzt aus wie so ein bisschen initialisieren und dann irgendwie so, ne, hat eine Vorschleife draus gemacht. Das wäre eigentlich eine schwer zu lesbare While-Schleife gewesen. So. Und das hier ist wahrscheinlich die Zählvariable. Ich nenne die jetzt einfach mal i, dann wird es noch ein bisschen besser zu lesen. So, jetzt sieht man, das ist irgendwie ein i, das wird initialisiert mit 0xe, das können wir gerade in eine Dezimalzahl umwandeln, das wird initialisiert mit 14. Dann bei jeder Iteration wird es um 1 verringert, so lange wie es nicht 0 ist. Und jedes Mal werden 4 Byte von URL nach Pointer kopiert und dann URL und Pointer um jeweils 4 weiter gemacht. So, was wir hier sehen, ist String Copy. Ja? Nur Ghidra hat nicht erkannt, dass das String Copy ist, weil es sind nur noch die Assembly-Instruktionen drin. So, dann können wir jetzt dieses Pointer umbenennen in URL Copy zum Beispiel. Und da können wir jetzt weiter gucken. Und hier unten wird noch das letzte Zeichen wahrscheinlich, also man hat das ja hier dann immer weiter inkrementiert, bis man bei 0 ist und dann wird URL nach URL Copy kopiert. Und das ist 14 mal 4 Bytes. Es reicht also auch, diese ganze URL hier rüber zu kopieren. Also give or take. Wir können jetzt zählen, wenn wir wollen, aber ich würde jetzt einfach mal, ne, im Sinne von, man ist ja unter Stress, wenn man Reverse Engineering macht, und in dem Sinne würde ich jetzt da so ein bisschen weitergehen. So, jetzt kommt der nächste wichtige Teil und der unterscheidet sich jetzt sehr stark davon, welches Betriebssystem man verwendet. Unter Windows ist es so, dass es die Windows API gibt, also die Windows API, und die stellt quasi, also unten drunter passieren nur Syscalls, aber die bieten dann Hilfsfunktionen und Convenience Functions an, um in dem Fall mit dem Netzwerk zu interagieren. Und die ist schon sehr groß, so diese Windows API. Ja? Und um so einen Netzwerk-Request zu machen, muss man erst Internet Open A aufrufen. So, ich gucke das mal gerade im Internet nach für uns. Das ist also irgendwie eine Funktion in der WinInet, in der WinInet H. Das ist also alles hier öffentlich dokumentiert. Hier, ups, ich benutze einfach meine Tastatur. Hier, ein bisschen größer. Hier sieht man, also wie die Argumente davon sind. Das ist alles öffentlich. Also dann kann man irgendwie, das erste Argument ist LPZ Agent. Also so, das ist der User-Agent, der für dieses HTTP-Request nachher verwendet wird. Access-Type, Proxy, Proxy-Bypass und sowas alles. So erfahrungsgemäß, wenn ihr das wirklich konkret macht, meistens spielen nur die ersten 2 Argumente eine Rolle, der Rest ist meistens null. Auch wenn ihr mal gegen die Windows-API entwickeln müsst,
Null übergeben ist Play. Ja? Also meistens kann man einfach Null übergeben. Das heißt also, hier wird sogar als erstes Argument Null übergeben. Und dann gucken wir uns mal an, was dieses UVar1 ist. Dann gucken wir wieder in der Dokumentation. Bei Return Type, der kommt hier irgendwo. Da. Returns a valid handle that the application passes to subsequent init functions. If init fails, it returns null. Also das heißt, also kriegen wir jetzt so einen Internet-Handle raus. Den brauchen wir, um mit dem Internet zu interagieren. Und diesen Internet-Handle übergeben wir dann an die Internet-Open-URL-A-Funktion. Dann gucken wir die auch mal nach. Insbesondere interessieren wir uns, was diese Argumente hier bedeuten, die da drin sind. Also das erste Argument können wir uns schon denken, wahrscheinlich ein valider Internet-Handle. Übrigens hier, die Malware-Entwickler haben hier kein ordentliches Error-Handling gemacht. Wenn wir hier keinen Internet-Handle zurückbekommen hätten und null wäre, also da wird die Malware ja abstürzen. So. Stellt sich raus, häufig machen die nicht so ordentliche Internetentwicklung. Wichtig hier ist, dass das zweite Argument anscheinend eine URL ist. Dieses ganze, was da vorne so kommt, könnt ihr immer ignorieren. Das ist so die Windows-API-Art und Weise, euch mitzuteilen, was das für ein Datentyp ist. Das ist ein Long-Pointer-String und was das Z ist, habe ich vergessen. Also das ist nur, um es leichter zu lesen zu machen. Aber eigentlich ist es nur eine URL. So, also das heißt, das hier ist eigentlich die requested URL. Und dann gucken wir mal, wo diese Variable denn überhaupt gesetzt wird, weil irgendwie ist uns die bisher noch nicht aufgefallen. Und zack, da. Die requested URL, also ein Pointer darauf, wird in dieser URL-Copy gespeichert. Dann wird URL-Copy mit der URL vollgefüttert. Und dann wird die requested URL, die hat ja auch den Anfang davon gezeigt, an diese Windows-Funktion übergeben. Das heißt, mit ganz viel Gedenke, ja, haben wir jetzt feststellen können, dass diese URL wirklich abgerufen wird. Ja? Wenn ich das mache, ohne währenddessen einen Vortrag zu halten vor Leuten, die das alles vorher noch nie gesehen haben, geht das natürlich auch schneller. Ja, dann weiß ich, aha, okay, Internet Open A interessiert mich nicht, Internet Open URL ist der interessante Teil. Zweites Argument, wo kommen die Daten her? Und dann fließt man so zurück. Aber genau, so. So, und dann kommt hier so ein Wert zurück, das ist jetzt leider auch immer so ein Problem, das scheint die gleiche Variable, also Ghidra scheint sich entschieden zu haben, die gleiche Variable dafür zu verwenden, die auch da oben schon in der Schleife verwendet wird. Und es gibt so einen NSA-Agenten, der hat mir versprochen, dass man die jetzt outsplitten kann, aber das funktioniert manchmal nicht. Red Value. Okay, es hat funktioniert. Ja, geil. Danke, NSA-Agent. Das war in der letzten Ghidra-Version noch kaputt. Übrigens, Ghidra ist richtig schön maintainte Software. Wenn solche Probleme existieren, könnt ihr ein Issue auf GitHub aufmachen und dann setzt sich ein NSA-Agent hin und repariert das für euch. Und dann wird eine neue Version released und in der ist das dann repariert. Super geil, oder? Ihr könnt jetzt die NSA tasken von außen. So. Ja, gute Menschen. So, dann gucken wir uns nochmal den Return-Wert davon an und was da passiert, wenn was ist. Also hier. Returns a valid handle to the URL. Das heißt also, vielleicht nennen wir das mal nicht Red Value, sondern URL Handle. Weil, also, Spoiler-Alarm, wenn ihr die Windows-API benutzt, ihr habt dann hier noch nicht die Daten, die auf der URL sind. Da müsst ihr jetzt noch so ein paar andere Funktionen aufrufen, diesen URL Handle für den Download vorbereiten und den Download dann ausführen und so weiter. Also passiert noch viel. Aber hier steht insbesondere, null if the connection fails. Das heißt also, hier wird geguckt, ob das null ist. Das heißt also, wenn die Connection failed, wird das hier drin ausgeführt. Ja? Und wenn die nicht failed, dann wird also das hier unten ausgeführt. Also hier ist ja ein Return. Also, das heißt, in beiden Fällen wird Internet Close Handle aufgerufen, auf dem Internet Handle und auf der URL. Hier auch einmal mit Null. Aber insbesondere, wenn dieser Vergleich hier failed, dann wird das hier aufgerufen. Jetzt kann man sich fragen, was zur Hölle hat denn diese Malware-Autoren dazu verleitet, das einzubauen? Ich vermute, weil sie die Möglichkeit haben wollten, die weltweite Infektion zu stoppen. Haben vielleicht nicht daran gedacht, dass das dann jeder andere auch kann, der... Ne? Also es ist sogar eigentlich ja noch einfacher. Ne? Also ich kann auch einfach hier... ich kann auch einfach das andere fiese Hacker-Tool verwenden, was wir zur Verfügung haben. Und einfach mal so nach .com greppen. Das N, ne? Das ist kaputt, das ist manchmal doppelt und manchmal gar nicht. So, und dann sehe ich auch schon diese URL einfach da so aufgeploppt. Ja, ich hätte vielleicht auch einfach Strings aufrufen können, sehe die URL, registriere die Domain und bin der Held des Tages. So, wie bin ich hier hingekommen? URL abrufen, genau, also jetzt haben wir gelernt, wenn wir das also aufhalten wollen, registrieren wir die Domain, achten darauf, dass immer genug Anfragen beantwortet werden.
So, hier drin passiert also jetzt die wirkliche Malware und wir, also, ich gehe nochmal gerade zurück auf die Slides vielleicht, also wir können mal ganz kurz drüber scrollen, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt. So, also das hier ist jetzt die wirkliche, die Real Main, also die wird nur aufgeführt, wenn auch wirklich was passiert. Das hier ist übrigens auch schon ein Zeichen oder eine Situation, wo dynamische Analyse, das ist so eine andere Herangehensweise, sehr schnell an ihre Grenzen stößt. Also wenn ihr zum Beispiel diese Malware jetzt in der Sandbox ausführt und die Sandbox hat keine Internetverbindung, dann funktioniert sie. Aber wenn die Sandbox eine Internetverbindung hat, funktioniert diese Malware einfach nicht, weil diese Requests beantwortet werden. Ja, also, und wenn ihr nur dynamische Analyse macht, ja, Sachen in Sandboxen werfen und die Reports lest, dann werdet ihr denken, das ist eine harmlose Datei, die macht einfach gar nichts, wenn man sie ausführt. Ja. Aber es ist WannaCry, also eine schon sehr gefährliche Malware, die es so gab. So, und hier drin passieren jetzt so andere Sachen. Hier werden so mit der Windows Service API interagiert und hier wird so der eigene Dateiname gelesen und lass uns jetzt mal da doch nicht so viel weiter drüber reden, sondern ich gehe jetzt einfach auf die nächste Slide, die wir quasi überspringen können. So, ich sag's doch ganz schnell, weil das ist schon noch spannend. Also, hier drin sieht man jetzt so, also, ich mache jetzt was, das wirkt unintuitiv. Es gibt hier ganz viel Code. Ich gucke da so einmal drüber und sage so, das ist so eine Windows-API-Funktion, die liest den eigenen Dateinamen, OpenSC-Manager, OpenService, macht irgendwas mit Service. Und jetzt denke ich so im Kopf, vielleicht wird da ein Windows-Service erstellt. Das ist so ein bisschen ein Service, der so läuft. Und dann, wenn das alles klappt, Windows-API-Programmierung sieht immer so aus. Ja, ich hole sowas, gucke, ob es nicht null ist. Ich hole was anderes, gucke, ob es nicht null ist. Und wenn das alles klappt, ist man ganz innen in dem if-else. Und wenn das alles klappt, bin ich also hier drin und dann scrolle ich hier mal so drüber und dann wird da irgendwie so eine Service-Config geändert. Gehe ich nochmal zurück. Und dann wird das alles aufgeräumt. Und hier unten wird dann so eine Service-Proc gesetzt in dieser Variable. Und das ist schon was, da hilft einem Ghidra jetzt schon sehr bei. Das hat jetzt erkannt, diese Variable hat so einen bestimmten Typ, ich weiß nicht auswendig, Service Table Entry A. Und das hat so Member, zum Beispiel LP Service Name, das ist also der Name von so einem Service, und LP Service Proc, das ist wahrscheinlich die Funktion, die da aufgerufen wird. Und das ist jetzt auch so eine Sache, wenn ihr so Defense machen wollt und so Malware analysieren, um sich zu wehren, dann wisst ihr jetzt, diese Datei erstellt einen Service, der hat diesen Namen hier, ich mache den mal gerade hier links auf, MSSVC 2.0. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi, wenn ihr so forensische Analyse macht, gucken, ob es so einen Service gibt und wenn ja, war da mal WannaCry aktiv auf diesem System. Ja, das ist so ein bisschen diese ganze Stärke von so statischer Analyse, dass man solche Indikatoren extrahieren kann. Eine letzte Sache, bevor ich jetzt in die Q&A-Phase übergehe, ist, wenn wir jetzt mal diese Funktion hier angucken, dann ist die grau. Das liegt daran, dass Function Detection ein super schweres Problem ist und ich bin so ein bisschen enttäuscht auch von so Academia, dass die da nicht mehr produziert haben, aber ich habe mit ganz vielen Leuten geredet und alle sagen immer nur, das ist nicht paperworthy, das ist alles schon gelöst und so weiter. Es ist halt in der Praxis manchmal nicht gelöst. In dem Fall zum Beispiel hat Ghidra nicht erkannt, dass hier eine Funktion ist, sondern ich brauchte mein Verständnis, um zu verstehen, dass da eine Funktion ist. Wir können aber Ghidra quasi befehlen, dass es doch eine Funktion ist. Dafür müssen wir hier links nochmal da rein, da so sagen, das hier, create function, und dann wird es auch farbig hier auf der rechten Seite. So, und dann kann man hier die Analyse halt jetzt fortsetzen. Was jetzt hier passieren wird, ist, WannaCry wird so eine andere Executable-Datei auf die Festplatte schreiben, die ausführen, die wird so eine ZIP-Datei auf die Festplatte schreiben, diese ZIP-Datei entpacken mit einem Passwort, und das kann man jetzt alles machen, einfach indem man sich dieses Dekompilierte hier anguckt. Ja, also wenn man gewohnt ist, richtig schlechten C-Code zu Code-Reviewen, dann ist man quasi schon Reverse Engineer, ja, also so ungefähr. Cool, so, das war jetzt der Talk, so, also nochmal gerade, meiner Meinung nach hat Ghidra die Reversing Community also richtig aufgewühlt, ich fand das richtig gut, dass es das jetzt gibt, weil jetzt ist es nicht mehr so, dass Leute, die IDA-Plugins veröffentlichen, quasi öffentlich zugeben, dass sie IDA geklaut haben, sondern man kann jetzt Ghidra-Plugins veröffentlichen oder Ghidra hat auch eine Scripting-API. Die muss man leider in Java benutzen. Eieiei, ist nicht meine Lieblingssprache, aber gut.
Und es ist alles öffentlich und Leute können das einfach also drüber twittern und Internetpunkte sammeln. Und Reversing macht Spaß, zumindest mir und zumindest wenn man gerne Code Review macht. So, hier auf der Seite nochmal gerade meine Socials, da auf der rechten Seite. Ein bisschen Eigenwerbung noch. Also ich mache einen Podcast, da rede ich ganz viel über Malware und so mit einem Kumpel, der heißt Christian Dietrich. Und ich gebe auch Kurse zu dem Thema auf mel.re mit einem anderen Kumpel zusammen, Jesko Hüttenhain. Danke für die Aufmerksamkeit. Welche Fragen gibt es? Da kam schon irgendwo eine Hand hoch, die dann... Ja? So, assuming I'm developing some piece of software and I want to make life harder for people like you who are reversing the software. Okay. Should I answer in English or in German? As you like. Ich beantworte die Frage. Ich wiederhole die Frage. Ja, ja, klar. Genau, so the question was, how do I defend against people like myself? So how would I make it harder to reverse engineer stuff? Which is obviously something that malware authors want to do. Because as soon as I understand their software, I can better defend against them. And they, I mean, that's like a whole point of my job, so to say. In the end, it's an arms race. So the most obvious choice is you can start to obfuscate your code. There are also like publicly available. First of all, there are open source obfuscator for code. There are also commercial obfuscators for code. VMProtect comes to mind, which is a very strong one. It's a so-called VM-based obfuscator. And what they do is they, instead of executing the binary, they translate the binary into a custom assembly language that is not x86. They just dreamed it up. And then execute this assembly instructions in a virtual machine. And these assembly instructions and the virtual machine itself is randomized. So every time you obfuscate something with VMProtect, it will generate a totally new instruction set, a totally new VM that executes the instruction set, and so on. There are also, and I mean, now it's an arms race, right? So now you are using obfuscators and I'm trying to deobfuscate them. And there are, VM-based obfuscation is one of the strongest. Now I'm in the situation that I need to reverse engineer your VM every time you generate a new sample, and there are obviously ways for that as well. I can write Ghidra plugins that detects the VM dispatcher, which is the piece of code that reads the assembly, the custom assembly instruction, and then dispatches to the correct function outside of it, and so on and so forth. And that's hard. Yes, that's like a big problem. So VMProtect, by the way, is also quite expensive. I'm not even sure if it ever leaked, so you maybe just need to buy it. There are also a lot of commercial software that is VM-protected, so sometimes people want to protect their intellectual property against reverse engineers who are doing industrial espionage, and they buy software like VMProtect and then protect their software. If you don't want to be that brutal, you can also do other simple stuff. So for example, instead of including this URL in your binary verbatim, you can include an encrypted string in your binary, and before you use the string, you decrypt it with something else. Then at least strings isn't as useful anymore. But obviously the people that developed WannaCry decided that it's not worth it. And I mean, WannaCry was pretty successful, right? So the question is, why even bother obfuscating stuff if we are still that bad defending ourselves against it? Oh, that went dark really quick, sorry. welche Fragen gibt es sonst noch? Ja, bitte, hier vorne zuerst. Ist es dumm, einen proprietären Decompiler zu machen, weil dann man ja die eigene Software dekompilieren kann mit dem... Ja. Also Ghidra ist nicht proprietär, ja, ne? Ja, genau. Genau, also man kann mit IDA schon IDA disassemblen und dekompilieren. Allerdings ist es ja schon so, dass das, was rauskommt, nicht kompilierbar ist. Man muss schon noch sehr viel arbeiten und ist es dumm? Nein, die machen einen Haufen Asche. Die Branche, die da kauft, ist schon sehr klein, aber wenn man sich überlegt, man ist so ein Shop und man hat irgendwie, weiß ich nicht, 20 Reverse Engineers, jedem kauft man so eine Lizenz für 5.000, ne? Dann überweist man der Firma schon 100.000 im Jahr oder was auch immer. Kann ich rechnen? Ja. Also das lohnt sich, glaube ich, einen Decompiler zu schreiben. Aber der muss gut sein. Also diese Binary Ninja Leute, die sind quasi der aufstrebende Underdog im Moment. Die haben noch ein bisschen Weg vor sich, meiner Meinung nach, um dann en par zu sein mit Ghidra und IDA. Also ich würde sagen, es ist
IDA ist ganz oben, dann kurz danach kommt Ghidra, das war eine große Änderung, dann kommt Binary Ninja und dann kommen all die anderen Tools, Radare und so VEX-basierte Dinger, die theoretisch zwar ganz gut sind und auch ihre Anwendungsfälle haben, aber in der Praxis, wenn man das hier macht, was ich gerade vorgemacht habe, haben so, also sind einfach noch nicht bereit dafür, genau. Und da war zuerst eine Frage, also Frage war, ja, genau. Ja. Ja. Nicht ganz beantwortet, da Ghidra erst 2019 frei geworden ist und der wahrscheinlich keine IDA-Lizenz hatte, vermutet. Doch, der, also genau, die Frage ist, wie cool war der Typ 2017? Ja. Der hat als Security Researcher gearbeitet, der hat auf jeden Fall IDA gehabt, der konnte die WannaCry einfach reinwerfen und die Kompetenz. Das Ergebnis auch mit TCP-Dump erreicht. Er hätte aber nicht gewusst, dass es eine Killswitch, also erstmal, er hätte nicht gewusst, dass es eine Killswitch-Domain ist, er hätte nur Requests dahin gesehen und vielleicht ist es auch gefährlich, vielleicht macht diese Ransomware noch gar nichts, außer die Domain ist erreichbar und jetzt registriere ich die Domain und beantworte Anfragen und plötzlich verschlüssel ich die ganze Welt. Das gibt garantiert Ärger. Ich habe, glaube ich, ja meine VM, mit der ich das erstmal ausprobiere und mein Bind, mit dem ich die URL einfach mal ausliefere. Mhm. Und dann siehst du, dass die Ransomware nicht mehr funktioniert, ja. Genau, also ja, das ist eine, also dynamische Analyse hat ihren Platz. Dynamische Analyse wird sehr viel leichter, wenn man vorher statische Analyse gemacht hat. Also, ist jetzt, also hätte ich dir nur die dynamischen Analyseergebnisse gegeben, wärst du wahrscheinlich nicht so confident zu sagen, ja, ich werfe die einfach rein und gucke, ob TCP-Dump mir das nicht einfach sagt. Das, also perfekt ist, wenn man beides macht, also im richtigen Moment auf dynamische Analyse wechseln, wenn das so Hand in Hand geht und man auch gelegentlich mal, es gibt dafür auch Plugins, dass man einen Prozess laufen lässt, einen Debugger attached und dann die Ergebnis oder den Debugger enriched mit Informationen, die man vorher in Ghidra annotated hat, also da gibt es ganz viel Tooling und so und das ist eigentlich am besten, wenn man beide Ansätze kombiniert. Ja. Also ich rante nur immer so ein bisschen gegen dynamische Analyse, ach, aus Neid, weil das so leicht ist und da kriegt man so schnell Ergebnisse und wenn man richtig rät, dann ja, lag man halt schon richtig. So, ja, genau. Ja, bitte? Kommt es heute eigentlich auch noch vor, dass in ausführbaren Dateien noch Symboltabellen enthalten sind? Das würde natürlich die Arbeit also sehr erleichtern. Und zweite Sache, die Werkzeuganbieter bieten die auch weitere Unterstützung an Schulungen, Hilfe bei besonders kniffligen Geschichten. Genau, ich wiederhole mal gerade die beiden Fragen. Das erste, werden Symboltabellen mit Executables ausgeliefert? Wenn der Akteur einen Fehler macht, ja. Also wenn die Person, die die Malware entwickelt, die Symboltabelle vergessen hat zu strippen. Doch, das passiert schon viel. Viele Leute haben nicht auf dem Schirm, dass es solche Software gibt und denken so, ist kompiliert, das ist obfuscated genug, das kann doch keiner mehr. Da muss man ja Assembly verstehen, um das zu dekompilieren, um das zu verstehen. Ich glaube, deswegen achten viele Leute nicht darauf, dass sie nur Release-Builds in die Öffentlichkeit releasen. Ja, ich weiß. Ja. Ich bin aber auch der nächste Speaker, also ich, okay, cool, wunderbar. Okay, und die zweite Frage beantworte ich noch schnell. Die Tool-Hersteller bieten die auch Support an und bieten die auch Schulung an. Hexrace weiß ich, dass sie das anbieten. Die NSA bietet keine Reverse-Engineering-Schulungen an. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Binary Ninja oder Vector 35, weiß ich nicht, ob die das anbieten. Aber es gibt schon so einen ganzen Markt an Leuten, die sich da so dran pfropfen. Ich meine, ich bin ja auch einer davon. Also ich biete Reverse-Engineering-Schulungen an. Third Parties, genau, ja. So, ich muss jetzt leider Schluss machen. Wir können nach meinem nächsten Vortrag reden, wenn da hinten noch irgendwie so Rückfragen waren, weil ich muss jetzt direkt die nächste Stunde auch noch ran. Dankeschön nochmal für die Aufmerksamkeit. Sorry, ja, genau.